27. Januar 1945. Die Rote Armee rückt in Auschwitz ein, dem größten der Vernichtungslager im deutsch besetzten Polen. Es wird geschätzt, dass zwischen 1940 und 1945 mindestens 1,3 Millionen Menschen in dieses Lager deportiert und davon mindestens 1,1 Millionen ermordet wurden. Allerdings starben nicht alle Gefangenen. In dieser Nazi-Fabrik des Grauens befreiten die sowjetischen Soldaten mehr als 7000 überlebende Häftlinge, von denen die meisten sterbenskrank waren und von denen einige grausamen und schmerzhaften pseudomedizinischen Experimenten unterzogen worden waren, die von sadistischen Nazi-Ärzten durchgeführt wurden. Einer von ihnen ist Johann Kremer. Johann Paul Kremer wurde am 26. Dezember 1883 in Stehlberg bei Köln geboren. Er war der Sohn eines Bauern und stammte aus armen Verhältnissen. Kremer war ein guter Schüler. Er studierte Biologie, Mathematik und Philosophie. Nach der Promotion 1914 zum Doktor der Philosophie begann er ein Medizinstudium und legte 1918 das medizinische Staatsexamen ab. Nach seiner Promotion zum Doktor der Medizin arbeitete er zunächst als Chirurg und Anatom in Bonn. Ab 1927 war er am Anatomischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster tätig, wo er sich 1929 habilitierte. Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde, war Kremer bereits Mitglied der NSDAP, der er im Juli 1932 beigetreten war. 1934 wurde er Mitglied der SS. Und zwei Jahre später, 1936, wurde Kremer zum außerordentlichen Professor für Anatomie und menschliche Vererbungslehre berufen. Wie viele andere SS-Ärzte in den 1930er Jahren war auch Johann Kremer ein Anhänger der nationalsozialistischen Rassenlehre, der Irrlehre eines biologischen Rassismus. Er glaubte, dass die Deutschen sich biologisch von den Angehörigen aller anderen Ethnien unterschieden und ihnen überlegen seien. Die Rassenlehre war ein Grundpfeiler der NS-Ideologie, mit der Hitler die Zwangssterilisation von Menschen mit bestimmten körperlichen oder geistigen Krankheiten oder körperlichen Missbildungen rechtfertigte. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Überfall Deutschlands auf Polen. In den Semesterferien 1942 meldete sich Kremer beim SS-Krankenhaus in Prag und wurde am 29. August 1942 in das Konzentrationslager Auschwitz beordert, um dort einen erkrankten Chirurgen zu ersetzen. Auschwitz-Birkenau, im besetzten Polen gelegen, war das größte der mehr als 40 Lager und Außenlager, aus denen der Auschwitz-Komplex bestand. Das KZ war in 10 Bereiche unterteilt, die durch elektrische Stacheldrahtzäune voneinander getrennt waren. Es wurde von SS-Wachen beaufsichtigt, zu denen ab 1942 auch SS-Hundeführer gehörten. Während seiner dreijährigen Betriebszeit hatte Auschwitz-Birkenau eine Reihe von Funktionen. Als im Oktober 1941 mit dem Bau begonnen wurde, sollte es ein Lager für 125.000 Kriegsgefangene werden. Im März 1942 wurde es als Außenstelle von Auschwitz eröffnet und diente gleichzeitig als Zentrum für die Vernichtung der Juden. In seiner letzten Phase ab 1944 wurde es auch zu einem Sammellager für Gefangene, bevor sie zur Arbeit in der deutschen Industrie in den Niederungen des Dritten Reichs eingesetzt wurden. Das medizinische Personal führte im Rahmen seiner Aufgaben im KZ Auschwitz sogenannte Selektionen durch. Ziel dieser Selektionen war es, arbeitsunfähige Menschen auszuwählen. Die SS betrachtete diese Personen als nutzlose Esser, weshalb sie sofort ermordet wurden. Als die Judentransporte in Birkenau ankamen, wählte das medizinische Personal des Lagers einige der arbeitsfähigen Erwachsenen aus, um sie zur Zwangsarbeit in Konzentrationslager einzusetzen. Diejenigen, die nicht für die Arbeit ausgewählt wurden, darunter Kinder und ältere Erwachsene, wurden in den Gaskammern ermordet. Auch alle sichtbar schwangeren Frauen und Mütter von Säuglingen und Kleinkindern wurden direkt nach ihrer Ankunft in die Gaskammern geschickt.
Das KZ Auschwitz diente auch als Ort für eine Vielzahl von Experimenten an Menschen und stellte Häftlinge für Menschenversuche zur Verfügung, die in anderen Lagern durchgeführt wurden. Forscher, die auf der Suche nach Probanden mit besonderen Merkmalen waren, konnten diese in Auschwitz leichter finden als in anderen Lagern, was an der hohen Zahl von Häftlingen lag. Die SS schickte 1,3 Millionen Männer, Frauen und Kinder aus unterschiedlichen Ländern und Ethnien nach Auschwitz. Die von den SS-Ärzten durchgeführten Experimente wurden aus drei Hauptgründen durchgeführt: um Methoden zur Verbesserung der Gesundheit und Überlebensfähigkeit von Soldaten zu erforschen, um den Grundstein für die wissenschaftliche Forschung in der Nachkriegszeit zu legen und die rassenpolitischen Vorgaben der NS-Partei umzusetzen. Einige Experimente wurden auch im Auftrag von Pharmafirmen und medizinischen Instituten durchgeführt, andere aus eigenem Forschungsinteresse der Ärzte und um ihre persönliche Karriere zu fördern. Johann Krämer war einer von mehr als einem Dutzend SS-Medizinern, die Experimente an den im KZ Auschwitz inhaftierten Menschen durchführten. Einer seiner Kollegen war der berüchtigste der Nazi-Ärzte, Josef Mengele. Krämer interessierte sich besonders für die Auswirkungen von Hunger auf den menschlichen Körper, vor allem auf die Leber. Da er für die Untersuchung der Häftlinge zuständig war, die in die Krankenstation eingeliefert wurden, konnte er persönlich die Häftlinge auswählen, die sich seiner Meinung nach gut für seine Experimente eigneten. Er führte häufig Autopsien durch, um Proben von Leber, Milz und Bauchspeicheldrüse zu entnehmen. Während seiner Zeit in Auschwitz führte Krämer ein Tagebuch, in dem er mehrfach erwähnte, dass er Organe und Gewebeproben von lebenden Opfern entnommen hatte. Während eines Verhörs am 30. Juli 1947 gab Krämer zu, dass er, wann immer ein Häftling aufgrund seines fortgeschrittenen Hungerzustands seine Aufmerksamkeit erregte, einen Sanitäter anwies, diesen zu reservieren. Er ließ sich dann den genauen Zeitpunkt mitteilen, zu dem der Häftling durch eine Injektion getötet werden würde. Nach Aussage eines Holocaust-Überlebenden führte Krämer auch Experimente mit künstlicher Befruchtung durch, bei denen eine der jüdischen Krankenschwestern Sperma von ausgewählten jüdischen Häftlingen sammelte, mit dem die Frauen in Block 10 künstlich befruchtet wurden. Wenn jemand an Typhus oder einer anderen Infektion erkrankte, verabreichte Krämer eine tödliche Injektion, anstatt ihn zu heilen. Krämer führte auch Selektionen von Häftlingen durch, und zwar auf die gleiche rücksichtslose Art und Weise wie die anderen SS-Ärzte. Das heißt, er untersuchte die Betroffenen nicht, sondern wählte sie lediglich nach ihrem Erscheinungsbild aus. Ein Zeuge sah Krämer bei der Selektion von ungarischen Transporten, bei der nur 10% am Leben blieben. Die übrigen wurden direkt in die Gaskammern geschickt. In Auschwitz mussten alle SS-Ärzte bei den Massenvergasungen, den sogenannten Sonderbehandlungen, anwesend sein. Die Vergasungen wurden in Baracken am Rande des Lagers durchgeführt. Die Opfer wurden entweder mit Zügen oder in Krankenwagen transportiert, die mit einem roten Kreuz gekennzeichnet waren, wodurch ein international anerkanntes Symbol der Humanität für kriminelle Zwecke missbraucht wurde. Die häufigsten Opfer waren Kinder, ältere Menschen, Mütter mit Kleinkindern und Menschen, die als arbeitsunfähig galten. Nach ihrer Ankunft wurden die Häftlinge zunächst in Baracken getrieben, wo sich die Opfer entkleideten und dann nackt in die Gaskammern gingen. Gewöhnlich kam es zu keinen Zwischenfällen, da die SS-Männer die Menschen im Unklaren ließen und behaupteten, sie sollten nur duschen und entlaust werden. Nachdem alle in die Gaskammer getrieben worden waren, wurde die Tür verriegelt und ein SS-Mann mit einer Gasmaske warf den Inhalt einer Zyklon-B-Dose durch eine Öffnung in der Seitenwand. Krämer und andere SS-Ärzte beobachteten dann den Vergiftungsprozess durch eine spezielle Sichtluke in den luftdichten Türen, die erst geöffnet wurden, als feststand, dass alle Opfer tot waren. Das für die Vergiftung der Menschen in den Gaskammern benötigte Zyklon B wurde über den obersten SS-Arzt des Reichs, Dr. Ernst Robert Grawitz, in die Lager geliefert, der auch Präsident des Deutschen Roten Kreuzes war und in der deutschen Ärzteschaft über verschiedene Auszeichnungen verfügte.
Krämer schrieb in seinem Tagebuch unter dem Datum des 2. September 1942, dass Dantes Inferno im Vergleich zu den Vorgängen im Lager fast wie eine Komödie wirke und betonte, dass Auschwitz nicht ohne Grund als Vernichtungslager bezeichnet wurde. Am 4. September 1942 schrieb Krämer, dass er am Mittag einer Sonderaktion des Frauenkonzentrationslagers beiwohnte. Das Schrecklichste der Schrecken. Hauptscharführer Thilo, Truppenarzt, hat recht, wenn er mir heute sagte, wir befänden uns hier am Anus Mundi. Am 5. September schrieb er, abends gegen 8 Uhr wieder bei einer Sonderaktion aus Holland. Wegen der anfallenden Sonderverpflegung, bestehend aus einem Fünftel Schnaps, 5 Zigaretten, 100 Gramm Wurst und Brot, drängen sich die Männer zu solchen Aktionen. In seinem Tagebuch erwähnt Krämer mehrfach die Teilnahme an verschiedenen Hinrichtungen und Misshandlungen. Bei mindestens 4 Gelegenheiten war er bei Hinrichtungen anwesend, die entweder durch eine Pistole, eine Phenolinjektion oder durch eine nicht näher bezeichnete Vorgehensweise durchgeführt wurden. Mindestens 3-mal überwachte er die Bestrafung von Gefangenen, wobei die Ärzte verpflichtet waren, das Opfer vor der Vollstreckung der Strafe zu untersuchen und während der Durchführung anwesend zu sein. Doch in der Praxis untersuchten die Ärzte die Opfer nur selten und erhoben auch keinen offenen Einspruch gegen die Strafe. Der Zweite Weltkrieg endete in Europa am 8. Mai 1945. Im August desselben Jahres wurde Johann Krämer von den Briten verhaftet und im Internierungslager Neuengamme inhaftiert. Er wurde nach Polen ausgeliefert und stand im Krakauer Auschwitz-Prozess vor Gericht, der am 24. November 1947 begann und einen Monat dauerte. Zahlreiche Zeugen sagten aus. Bei einer Hausdurchsuchung wurde Krämers Tagebuch beschlagnahmt und später den polnischen Behörden zur Verfügung gestellt. In seiner Zeugenaussage beschrieb Krämer die Auswahl seiner Opfer als einen Prozess, bei dem er die für seine Forschung notwendigen Informationen sammelte. Er gab an, dass die Tötung der Patienten durch Phenolinjektionen immer von einem Sanitäter, aber nie von ihm selbst durchgeführt wurde. Das oberste Kriegsverbrechertribunal glaubte ihm jedoch nicht und Krämer wurde am 22. Dezember 1947 zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung sollte im Januar 1948 vollzogen werden. Krämer stellte jedoch ein Gnadengesuch, in dem er beteuerte, dass er nicht um seiner selbst willen um Gnade bat, sondern für den Erhalt seiner Forschungsergebnisse, die er für die Öffentlichkeit bereitstellte. Diese Ergebnisse, so Krämer, umfassten die Bildung von Gallensteinen und Entzündungen, die Entstehung von Krebs und schließlich eine Antwort auf die Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften. Krämers Petition war erfolgreich und sein Todesurteil wurde vom polnischen Präsidenten Bolesław Bierut in lebenslange Haft umgewandelt. Im Januar 1958 wurde Krämer wegen guter Führung entlassen und nach Westdeutschland abgeschoben. Die Universität Münster, an der er einst gearbeitet hatte, bereitete dem Spätheimkehrer einen feierlichen Empfang. Doch schon bald wurde er von westdeutschen Beamten des Mordes angeklagt und am 29. November 1960 der Beihilfe zum Mord in 2 Fällen für schuldig befunden und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Da er jedoch bereits in Polen im Gefängnis gesessen hatte, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Dennoch wurden ihm 5 Jahre lang die Bürgerrechte entzogen und später wurden ihm auch alle medizinischen Titel aberkannt. Im Juni 1964 sagte Krämer als Zeuge im Frankfurter Auschwitz-Prozess aus, in dem 22 ehemalige mittlere und untergeordnete Beamte aus Auschwitz wegen ihrer Rolle im Holocaust angeklagt wurden. Johann Krämer war 81 Jahre alt, als er am 8. Januar 1965 in Münster, Westdeutschland, als freier Mann starb. Es wurden keine Tränen für Johann Krämer vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.